liebe Comic-Freunde, kann ich jetzt wahrscheinlich nicht nur sagen, sondern auch liebe Comic- und Musikfreunde. Wir freuen uns sehr, dass sich so viele Herrschaften hier heute eingefunden haben. Wir sind auch sehr, sehr froh, dass wir einen illustren Gast zu begrüßen haben. Aber erstmal müsst ihr noch durch die eine kleine Durststrecke. Hier werden wir also noch eine kleine Einführung machen. Also. Dann kann sich der Gast noch ein wenig schonen. Erstmal muss ich natürlich noch etwas über das Comic Festival sagen. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Wenn ihr Interesse habt an britischen Comics, dann können wir euch sehr empfehlen, nachher um 19.30 Uhr euch im Amerika-Haus einzufinden. Dort findet ein Talking Panel statt, moderiert von Paul Gravett mit der Creme de la Creme der britischen Comic-Szene. Manche haben die heute auch schon als unsere Gäste gesehen. Ja, würde mich sehr freuen, wenn ihr euch da einfindet. Morgen und übermorgen öffnen 19.30 Uhr. Wir haben Zeit. 19 Uhr haben wir angekündigt und das Amerika-Haus hat 19.30 Uhr angekündigt. Also Insider-Informationen, also ihr habt länger Zeit, hier nachher noch, ne, wenn ihr da auch noch wollt. Ja, wie gesagt, das Comic-Festival öffnet am Samstag und am Sonntag um 10 Uhr noch seine Tore. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dann auch wiederkommt. Ich leite das Festival aktuell mit Häufling und Fuchs und die Jahre davor zweimal mit Michael Komper, was nicht heißt, dass Michael Komper pausiert hat, ganz im Gegenteil. Michael Komper hat eine Ausstellung zum Thema die Beatles im Comic kuratiert, die noch eine ganze Weile bis in den Juli hinein, je nachdem, ja, wird wohl, ja, kann auch noch länger passieren, wie das bei manchen unserer Ausstellungen ist, die wird dort noch in den Faltin Karlstadt Museum gezeigt, geholfen beim Kuratieren, also auch der Horst Berner, der da hinten ist, der ein empfehlenswertes Buch über die Beatles im Comic herausgebracht hat. Ja, und Michael hat noch viele weitere schöne Ausstellungen kuratiert, unter anderem hier auch die Ausstellung Comic Gastland Großbritannien, die man sich auch mal anschauen sollte, wenn man reinkommt in die Halle gleich links im Theresienthal. Aber jetzt wird uns Michael erstmal etwas zu unserem Gast sagen, zu Klaus Bormann, wo wir sehr froh sind, ihn heute begrüßen zu dürfen. Ja, also dann nochmal auch Hallo von mir. Ich freue mich wahnsinnig, dass der Klaus Bormann heute bei uns Abend jetzt zu Gast ist. Ich denke mal, bei Klaus Bormann denkt man natürlich zuallererst an das British Revolver Cover. Das ist natürlich so eine der ikonischsten Schallplatten. Und Klaus Bormann wird dann gleich auch so als der Illustrator der Beatles gesehen. Was für mich auch noch relativ klar und bewusst war, dass Klaus Bormann ja auch bei der Plastic Ono Band Bass gespielt hat. Also insofern nicht nur, dass er ein verdammt guter Illustrator und Grafiker ist, er ist auch noch ein großer Musiker, hat bei Imagine den Bass gespielt. Allerdings danach wusste ich gar nicht alles, was Bormann noch so gemacht hat. Und wenn ich, dann waren wir im Amerika-Haus an einem Gespräch mit Klaus gehört und das war sensationell. Und dann habe ich gehört, oh, er hat bei Carly Simon You're So Vain den Bass gespielt, dieses berühmte Bass-Intro war auch Klaus Bormann. Bei Manfred Mann's Earth Band hat er lange mitgespielt. Das Flöten-Intro bei Mighty Quinn warst du, glaube ich, auch Klaus, ne? Also wirklich, wenn man so sagt, so wenn man so die 100 populärsten Pop-Songs nimmt, glaube ich, bei 10 bis 20 war Klaus Bormann irgendwo mit dabei. Und insofern ist das schon sensationell, dass so jemand sich hier zu uns zum Comic-Festival bewegt. Vor 2 Jahren war er hier als normaler Gast, hat sich einfach mal angeschaut, wie so ein Comic-Festival aussieht. Und insofern freuen wir uns natürlich heute wahnsinnig, dass er hier ist. Klaus Bormann ist nicht nur eben auf dieses Revolver-Cover zu reduzieren, sondern aktuell arbeitet er auch an einer Graphic Novel und einem Comic-Projekt, wie eben dieses Revolver-Cover eben entstanden ist. Und da hoffen wir dann auch zu, dass das im nächsten Jahr dann eben erscheint. Aber auch was bei Klaus Bormann natürlich sehr beachtlich ist, ist, mit wem Klaus Bormann eigentlich alles befreundet ist. Und das ist natürlich auch ein tolles Zeichen, dass man sagen kann, das ist ein toller Typ. Klaus Bormann ist einer der ersten Wegbegleiter der Beatles in Deutschland, dann auch langjähriger Freund der Beatles. Und ja, wenn ich auch an diesen Fritz-Egner-Talk zurückdenke, Fritz Egner hat so gesagt, wenn er immer so an Situationen kommt mit Musikern, wo es schwierig ist, ein Interview zu bekommen, sagt er, ich bin ein Freund von Klaus. Und dann sagen die alle, ja super, also mit Klaus sind wir auch befreundet und insofern freuen wir uns auch, dass Klaus jetzt auch hier bei uns ist, als ein Freund des Comic Festivals und sich mit uns dann hier ja, die nächste Stunde mal über die Beatles im Comic unterhalten wird. Also, hallo Klaus! Leute hier, gut.
Ja, Klaus, wir waren ja wirklich überrascht. Also, wie sich das übernehmen hat, als du beim Amerika-Haus warst, hast du einige Drucke verkauft. Unter anderem auch diesen Druck, den wir hier hinten sehen. Und ja, das ist ja tatsächlich ein Comic und der hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Der ist von 2003. Wie bist du darauf auf die Idee gekommen, hier immer Comic-Elemente einzusetzen? Haben Comics dir was bedeutet? Hast du viele Comics früher gelesen? Also, ich habe sowas noch nie gemacht. Das ist das erste Mal, dass ich das überhaupt versucht habe. Und das war dann in Kurzfassung. Ich will aber diese ganze Zeit, wie es funktioniert hat, mit John mich anrufen, ins Studio fahren, sie treffen. Ich will das ausbauen und wirklich die Geschichte mal ganz erzählen. Und das ist sehr spannend. Und wie gesagt, für mich das erste Mal. Es sind bestimmt x Leute, die das x Mal gemacht haben. Ich mache es zum ersten Mal. Ja, du bist ja nun nicht nur jemand, der Comics macht, sondern du bist auch jemand, der in Comics auftaucht. Und da ist zum Beispiel der Comic Babies in Black, den du ja auch selbst gelesen hast, von Arne Belzdorf. Und für mich als Hamburger war dieser Comic besonders beeindruckend, weil man da doch erahnt hat, wie die Zeit damals war. Du bist als Student seinerzeit, hast dich auf dem Kiez rumgetrieben, auf der Reeperbahn. Das war damals noch nicht so üblich, wie das heute ist, oder wie muss ich mir das vorstellen? St. Pauli damals als... Ja, zumindest war es nicht üblich für mich. Ich wohnte in der Nähe, bin gern zum Hafen gegangen und zwangsweise kommt man durch St. Pauli durch. Aber heute gehen ja viele Szenen, hier gehen ja viele Studenten bewusst nach St. Pauli. Das war damals ja noch eine richtig harte Gegend, oder? Ja, hart ist es auch heute noch, muss ich mal denken. Also direkt an der großen, also St. Pauli. St. Pauli selbst nicht unbedingt, aber die Reeperbahn, das ist schon ein hartes Pflaster, das ist härter, als es früher war. Ja, aber es gibt natürlich auch diesen Touristenkiez, aber wir schweifen ab. Aber wie gesagt, da bist du drüber gegangen und du hast dann irgendwie, so wird es hier dargestellt, so komische Musik aus ihrem Keller gehört. Ja, richtig, also ein Kellerfenster. Das war so ein Kellerfenster und da hörte ich live Rock'n'Roll Musik, die ich also live nie gehört habe. Ich kannte Chuck Berry und Fats Domino und Eddie Cochran, kannte das vom Radio her, aber ich habe es nie live gehört. Und dann habe ich da gelauscht und habe gesagt, da muss ich unbedingt rein. Du warst schon Rock'n'Roller von Anfang an? Ja, komischerweise. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Also ich war früher stark klassische Musik auf dem Klavier gespielt und habe dann auch viel Jazz, bin in Jazzclubs gegangen. Aber in so einem Club, da standen draußen die Rocker mit ihren Nietenjacken und ich kriegte ordentlich Angst und dachte, die da jetzt reingehen, das wird gefährlich. Aber ich habe mich dann getraut und habe mich hingesetzt und kriegte auch einen Knallen, so wie ein Bier auf den Tisch. Und irgendwie war das Ganze easy und dann habe ich nur noch gesehen, was da auf der Bühne passiert. Also das ist schon hier recht wahrheitsgemäß dargestellt. Das ist ganz lieb. Dieser Mann, der das gemacht hat, ich habe ihn nie, habe noch nie geleitet. Er ist auf dem Comic-Festival, ich habe ihn sehr häufig gesagt. Ja, nee, aber er ist zu Gast auf dem Comic-Festival, da wird sicherlich noch die Möglichkeit einer Begegnung bestehen. Ja, und er hat das ganz lieb gemacht und hat auch die Details ziemlich genau nachempfunden. Und er hat auch ein Stil gefunden, was ich toll finde. Die Menschen haben alle so eine Stupsnase, wo sie die gar nicht haben. Aber es ist egal. Es ist egal, du kannst die Geschichte verstehen und also ich finde die Machart sehr gut. Und da oben dieses Bild, wo der bzw. du die Treppe runtergehst, das wird irgendwie so ein entscheidender Moment, da hat man irgendeine Schwelle überschritten. Ja, wenn du das nicht gemacht hättest, dann wäre das Leben vielleicht ganz, ganz anders gelaufen. Das weiß man natürlich nie. Und ja, da waren die dann da auf der Bühne, rund um dich herum. Ja, das glaube ich noch gar nicht, die Beatles hier rund um dich herum sind da ja, eher seltsame Menschen, aber die gar nicht so an der Musik interessiert waren, oder wie stelle ich mir das vor, dass Musik... Nein, Moment mal, Roscha, kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du mir meine Brille holen? Ich kann das nicht sehen. Kann das da hinkommen? Oder hinter dir ist es. Die ist in der obersten Tasche in dieser Jacke. Ja. Entschuldigung. Dann, wie muss ich mir das vorstellen? War das eher so eine Konzertsituation in diesem Keller oder war die Musik schmückendes Beiwerk zum Saufen? Das war tatsächlich zum Tanzen. Tanzen. Alle Rock'n'Roll tanzen, das war damals das große Ding. Und das ist das, was ich heute im Moment noch vermisse. Ich glaube, es kommt so langsam wieder, dass Leute irgendwo hingehen und tanzen. Es war nicht ein Konzert von anderthalb Stunden oder so. Es war die ganze Nacht durch. Die haben 45 Minuten gespielt und dann eine Viertelstunde Pause. Danke, danke, danke. Huscher hilft mir nachher da hinten, wenn da jemand was kaufen will. Aber
Aber die Beatles haben doch auch in Kaschemmen gespielt, wo nicht so viel getanzt wurde, nicht? Also wie gesagt, ich kenne nur die in Hamburg und das waren alles Tanzdinger, immer mit einer Bühne und eine Stunde spielen, vielleicht eine andere Band, dann noch eine Stunde spielen, das ging immer ab. Meistens waren es zwei Bands und die haben die ganze Nacht lang gespielt. Und die hatten ein Repertoire, das war so lang wie der Tisch hier. Die spielten alles, was irgendjemand irgendwie hören wollte und haben ein unheimliches Repertoire. Und da ist jetzt also immer so ein Auftritt der Beatles dann dargestellt worden. Stachen die schon zwischen den anderen Bands irgendwie besonders hervor oder sind viele schon durch eine andere Qualität auf die Beatles damals schon? Ich meine, du hast dich mit denen ja irgendwie angefreundet. Die waren die was Besonderes? Also das Interessante war, die haben ja nur Coverversionen. Okay, Twist and Shout haben sie damals auch schon gehabt. Oder Mr. Postman und die Shirelles Nummern. Alles Sachen, die sie liebten, haben dann ihre Version gemacht. Die haben, glaube ich, ein einziges selbst kombiniertes Stück mal gespielt. Aber meistens alles nur Coverversionen und eben auch Sachen, die die Leute kannten. Und das ist eben erstaunlich. Und man kann es überhaupt nicht glauben, dass so eine Stimme wie John Lennon und Paul und dann auch noch George, alles auf einer Bühne, in einer Band, da waren die anderen alle standen dagegen ab. Das war also wirklich außergewöhnlich. Von Anfang an kann man sagen. Für mich ja. Oder es gibt manche, Tony Sheridan hat Holly Weiner war nicht gut. Mhm. Ich fand so gut vom ersten Tag an. Oder haben die aus Liverpool schon irgendwas mitgebracht? Oder es waren ja meist Formationen, die nicht aus Deutschland kamen, oder die da aufgetreten sind? Also später war es zum größten Teil aus Liverpool. Fast alles Liverpool-Bands. Dann später kamen schottische Bands dazu und dann auch London-Bands. Aber zum größten Teil Liverpool. Ob das Jerry Marston war oder die Searchers. Der Comic beschreibt das nun so, dass du so eine Art Vorreiter warst, dadurch, dass du diese Treppe runtergegangen bist, dass du in den Keller gegangen bist und später hast du dann deine Freunde auch davon überredet oder auch deine Freundin, ich glaube, damals war der Graf noch so eben zusammen, die Astrid Kirchherr, ne? die hast du auch davon überzeugt, die wäre wahrscheinlich sonst im Traum nicht dahin gegangen. Nicht? Also so beschreibst du diese Comic und das finde ich jetzt ganz interessant, dass wir mit dir da mal drüber reden können. Was stimmt daran? Nee, das ist wirklich, wie ich schon gesagt habe, also ihr müsst eine Comic kaufen, das ist ja spitze. Aber genau die Geschichte so erzählt, wie es war, das finde ich ganz toll. Es war wirklich so, dass alle Angst hatten, in diese Gegend überhaupt zu gehen, weil das war wirklich ein ernsthaft böses Pflaster. Und da waren oft Fights, Kämpfe mit Messerkämpfe und Schlägereien, das war so an der Tagesordnung. Und deswegen hatten wir Angst. Aber ich habe sie alle dazu überredet und dann hat sich auch das Publikum Stück für Stück ein bisschen verändert. Und dann kam auch die Reaktion von der Band. Die Band guckte dann, was ist denn das da hinten? Die fanden uns dann irgendwie interessant, weil wir eben diese Haare hatten und einen Schal um den Hals gewickelt. Und das fanden die also fürchterlich interessant und dann irgendwann frisurentechnisch war es vielleicht sogar der erste Beatle, ne? Nein, das war der Jürgen Vollmer. Aha. Der Jürgen Vollmer, das war auch ein Fotograf, ein sehr, sehr lieber Kerl. Der wohnt auch jetzt noch in Hamburg. Der hatte die Haare schon immer. Der war in Paris und kam dann zurück mit dieser Frisur. Und wir haben es dann alle danach gemacht. Die Seite habe ich jetzt gerade nicht im Comic, aber ich war ziemlich überrascht, als wir dich besucht hat, wie du uns erzählt hast, deine erste Kontaktaufnahme zu den Beatles erfolgte ja dadurch, dass du quasi schon ein Schallplattencover für die gestaltet hattest und das dem John Lennon gezeigt hattest. Ja, wie gesagt, das war ein Cover, also es hieß Walk Down Run und das hatte ich tatsächlich so mein erster Job als Grafiker und das war ein Typ, der so über die Straße lief mit der Gitarre. Und ich fand das ganz gut, finde es auch heute noch ganz cool. Und das habe ich genommen, weil ich Angst hatte, die anzusprechen. Ich meinte, Klaus, du musst die ansprechen, du kannst ein bisschen Englisch. Und die konnten alle nicht so in Englisch, da musste ich dran glauben und musste irgendwie den Kontakt machen. Ich habe dann eben John angesprochen und habe ihm das Cover gezeigt. Und er sagte, go to Stuart, he's the artsy one in the band. Ich sollte zu Stuart gehen, er ist der große Künstler. Du Sutcliffe dann, aber es ist ja fast schon prophetisch, dass die erste Kontaktaufnahme über einen Schallplattencover erfolgte und heute reden wir über den Mann, der das Cover zu Revolver gezeigt hat. Ja, es könnte sogar sein, dass das für die sozusagen der Ausgangspunkt war, dass sie deswegen gesagt haben, dass den Klaus mal ein Cover macht. Ja, das ist übrigens
es dann ja noch mehr passiert. Die Astrid Kircher war ja auch eine begnadete Fotografin und hat wohl auch die ersten wirklich bedeutenden Beatles-Fotos gemacht. Und du warst auch bei diesem Moment dabei, auf jeden Fall. Das stimmt, glaube ich, nicht. Mhm. Dass ich, nein, da bei denen da warst du nicht dabei. Aber dann hat die Astrid dir dann erzählt und das ist, hat sich wohl auch so zugetragen. Ja, vielleicht hat sie recht, ich weiß es nicht. Das ist ja auch lange her. Ja, gut, der Comic konzentriert sich dann auf die Liebesgeschichte, die dann tragisch geendet ist zwischen Astrid Kircher und Steve Sutcliffe. Und Stuart war auch ein ganz fantastischer Mensch, aber auch ein richtig guter Freund von mir. Und auch genau das Richtige für Astrid. Das war wirklich sagenhafte Freundschaft. Ja. Und das war eine fürchterliche Situation, wie er tatsächlich eben dann gestorben ist. Ja, jetzt kommen wir zu einem anderen Bild. Jetzt kommen wir zu dem Micha, der uns ein bisschen was sagen wird. Wir haben noch einige Seiten. Genau. Ja, die Beatles-Biografie von Arthur Ranson. Davon haben wir in der Beatles-Ausstellung, die im Franklin-Karlstadt-Museum, ich glaube, 6 Seiten, die wir zeigen. Ja, ich muss mal. Ja, ich glaube, 6 Seiten zeigen wir daraus. Und ja, ich möchte fast sagen, das ist so die letzten 20 Jahre eigentlich so der bekannteste Beatles-Comic in Deutschland gewesen. Die letzten Jahre sind viele Comics wieder erschienen. Der Ranson-Comic eine ganze Zeit wieder in Vergessenheit geraten worden und jetzt wieder aktuell veröffentlicht. Und als wir den Klaus besucht haben, um auch dieses Gespräch hier so ein bisschen vorzubereiten, haben wir es ihm gezeigt. Dann haben wir auch mal über das Buch kurz durchgeblättert. Und ja, da hast du dann gesagt so, ja, verschiedene Momente, die kennst du schon, das basiert irgendwie alles auf Fotos, aber irgendwie ist das auch so ein bisschen anders zusammengesetzt, oder? Ja, aber ich glaube, die Tatsache, dass es auch authentisch ist, dass er die Fotos benutzt hat, das finde ich auch nicht falsch. Und er hat ja auch nichts anderes. Es ist wahnsinnig schwierig, gerade wenn du in dem Stil arbeitest, es ist sehr schwierig, dann die Ähnlichkeit einer Person überhaupt hinzukriegen, wenn du dich zu diesem Stil entschieden hast. Also es ist logisch, dass er fast immer auf irgendwelche Fotos zurückgreift. Und die Fotos, die kenne ich fast alle. Mhm. Und aus dem Grund habe ich gedacht, ja, alles die Fotos, die ich kenne. Das ist nun mal so. Atmosphäre ist einigermaßen eingefangen, obwohl das auf Fotos basiert ist. Ja. Vielleicht auch einmal, Michael hat ja viel Beatles-Comics sich angeschaut, ist vielleicht sogar einer der prächtigsten, obwohl er auf Farben verzichtet. Also es ist sicherlich, denke ich mal, so eine der umfangreichsten Biografien, also die von Anfang bis am Ende, die Beatles sehr umfangreich begleiten. Ja, ihr dürft auch nicht vergessen, ich persönlich war natürlich nicht täglich dabei. Ich meine, ich habe sie bevor sie berühmt wurden, wirklich viel gesehen. Und dann habe ich sie sporadisch immer zwischendurch mal. Ich habe ein paar Konzerte gesehen, ich habe George mal besucht, ich war mal bei John. Ab und zu immer mal. Aber was so wirklich abgelaufen ist von dem ganzen Berühmtsein, da habe ich, ich habe mit George und Ringo zusammen in der Wohnung gewohnt und habe da einiges mitgekriegt, wie die Kids da draußen standen und man den Peterwagen anrufen musste, damit man überhaupt zur Tür rauskam, mit zwei Ladungen voll mit Polizisten. Also das habe ich alles schon mitgekriegt. Aber so den ganzen Ablauf, da bin ich auch, sagen wir mal, wirklich überfragt. Ja. Wie war dann so dieser Kontakt mit den Beatles über die Jahre? Haben die Beatles sich dann irgendwo verändert durch diese Beatlemania, die dann gestartet hat? Oder sind die als Menschen gleich geblieben? Wie lief das so? Es ist eher so, dass wenn du plötzlich so berühmt bist und da draußen sind diese ganzen Kids, dann stieß du irgendwo aus so einem Sockel und das war ganz schwierig. Und die suchten immer irgendwelche Hilfe, die wollten irgendwelche Wärme, irgendwas, was direkt von jemandem kommt, der sie nicht auf diesen. Deswegen war diese Freundschaft, die vorher passiert ist. Denn Astrid zum Beispiel hat sich um die gekümmert und hat sie in eine Badewanne gesteckt, hat ihm was Vernünftiges zu essen gegeben, weil die genau wohnten wirklich in so einem kleinen Loch. Das war einfach nur eine Besenkammer. Da stand ein Bett drin. Und da mussten die drin kampieren. Und zum Teil waren sie eingeschlossen im Kaiserkeller. Die Band war unten eingeschlossen im Kaiserkeller und konnte gar nicht raus in der Nacht. Die war eingeschlossen, damit sie nicht rausgehen und sich besaufen. Und das war also grausame Zustände. War schmutzig und eklig. Und die sind mit denen zur Ostsee gefahren oder sind mit ihnen ins Kino gegangen.
wir haben uns richtig um die gekümmert. Und die waren froh, dass sie so eine Art Heimatersatz hatten. Dadurch ist aber für dich ja auch dann irgendwie eine langfristige Freundschaft dann entstanden. Also wie du gesagt hast, also George Harrison kam in Kontakt mit John Lennon, hast du dann auch in der Plastic Ono Band gespielt. Wie hat sich das entwickelt? Wie kamst du dann zur Plastic Ono Band? Ja, das war wieder was anderes. Denn wie gesagt, unsere Wege haben sich dann irgendwann getrennt. Die waren natürlich berühmt und sind in der ganzen Welt rumgetigert. Und ich habe bei Manfred Mann einen Bass gespielt. Und auch die ganze Zeit, ich habe nicht den Job gekriegt bei Manfred Mann oder bei den anderen Gruppen, die mich haben wollten, weil ich ein Freund von Beatles bin, sondern weil ich halt Bass spielen wollte. Und so ist das dann auch gewesen. Dann hat John gesagt, ach, wir machen jetzt so ein Pop. Der Klaus hat doch da gespielt und das finde ich gut, das finde ich gut. Lass ihn doch mal ins Studio kommen. Ne? Also allerdings, der Anfang war ja das Toronto-Konzert. Das war das allererste, wo ich dann völlig out of the blue auf der Bühne stand mit Eric Clapton, mit John und mit Yoko und mit Alan White am Schlagzeug. Und das war natürlich ein Hammer. Ne? Und da fing es dann an und hat er gesagt, ja, seitdem war ich dann immer dabei bei seinen fast allen Solo-LPs. Ja, es gibt ja auch dieses Gerücht oder diese Anekdote, dass du kurz davor warst, Bassmann bei den Beatles zu werden, oder? Ja, das ist mehr eine Anekdote und auch mehr ein Witz. Irgendwie in Wahrheit ist schon, wir waren alle ziemlich fertig. Es war Sonntag früh, nach Samstagnacht. Haben so bis in die frühen Morgenstunden gespielt. Es war schon hell, die Sonne schien schon und wir haben draußen gesessen, auf so einer Bank oder sowas haben wir gesessen. Und Stuart war in dem Moment aus der Band ausgeschieden, weil er Kunst studieren wollte. Und wir saßen alle auf der Bank und dann sagte ich so als Quatsch, Mensch, John, da könnte ich doch Bass spielen. Und dann sagte er, tut mir leid, Klaus, aber Paul hat sich wohl den Bass gekauft. Das ist der Fall. Hättest du einen Tag früher kommen müssen, ne? Ja, dann kommen wir jetzt etwas zurück zu unserem Konzept. Es geht um einen anderen fünften Beatle, aber es gibt ja so viele fünfte Beatles, ne? Also natürlich mehr als vier Beatles, davon gibt es mehr. Ich bin die Nummer 13. Echt? Haben wir da meine Liste gemacht. Ja, Brian Epstein-Story ist vor einer Weile als prächtig gezeichnetes Comic-Album rausgekommen. Du selbst hast gesagt, ja, der zeichnet toll, aber die Beatles selbst, die trifft da eigentlich nicht so gut, ne? Oder? Aber es ist auch eigentlich eine ähnliche Situation. Das ist jetzt zwar nicht in Hamburg, aber es wird auch irgendwie gezeigt, wie dieser Brian Epstein eben durch Liverpool streucht und auch mit einmal in so einem komischen Kellerclub landet und schwer fasziniert ist von der Musik. Und ich glaube, der war nun gar kein Rock'n'Roller, aber wirklich dem Comic glauben kann. Ich weiß nicht, ob man dem Comic glauben kann. Das war ja auch wohl eher ein Jazz-Mensch, der sich dann auch quasi, ne, der hat sich für mich dem Comic glauben kann, der nicht nur in die Musik verliebt, sondern auch in die Jungs. Ne? Also erstmal zum Comic, ich finde das also sehr stimmungsvoll. Sehr, sehr gut gemacht. Das finde ich also echt schön. Also alle Achtung. Da kann man nichts gegen sagen. Aber was ich, und das meine ich, habe ja jetzt genau das gleiche Problem. Ich will ja jetzt meinen eigenen Comic da machen und möchte gerne auch die Buben irgendwann mal zeigen. Aber ich mag es nicht, wenn die irgendwie gar nicht aussehen wie die Personen. Mhm. Das finde ich dann irgendwie schwierig. Ich werde mein Bestes geben. Ich fand auch, sie waren nicht so präsent in dem Comic. Sein. Das ist richtig, aber Ringo kommt überhaupt nicht vor. Wenn man es mal das Buch anguckt, aber Ringo kommt echt nicht vor. Nee. Hast du den Brian Epstein kennengelernt? Ja klar, viel sogar, sehr viel. Ja. Fandst du den und den betroffen in dieser Erzählung? Es ist mal, dass er schwul ist, das ist schon mal klar. Und dass er auch mit so Matrosen rumgemacht hat und sich halt von irgendwelchen Leuten Buben hat kommen lassen und so. Das ist auch schon, sagen wir mal, da. Ja. Und er war sehr witzig, sehr geistreich und wir hatten oft tolle Sachen, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da gibt es zwei Filme, die Rogan meint. Der eine ist von Kenneth Loach, ein schwarz-weißer Film. Da geht es darum, wenn ein Atomkrieg kommen würde. Hast du den mal gesehen? Ja, toller Film. Und sowas hat er gemacht. Er hat die Filme reingeholt, hat so in seinem Haus die Kamera aufgestellt. Dann haben wir alle uns diese Filme angeguckt, die manchmal also wirklich uns fertig gemacht haben. Weil wirklich gute Filme waren. Jalarowski war auch einer seiner Freunde, die kennen wenige. Das ist ein polnischer Regisseur, der wunderbare Filme gemacht hat. Da kommt, unterstelle ich jetzt auch, dass der Brian Epstein wohl speziell
an John Namen gefressen. Naja, hat er ja auch, aber ich glaube, John hat das auch an sich abblitzen lassen. Fand das vielleicht auch ganz nett, mit ihm so rumzukokettieren, aber viel weiter ist es wohl nicht gegangen. Und dann haben die auch solche Gespräche, kann ich mir durchaus vorstellen. Ein anderer Moment, den ich beeindruckend fand, da warst du sicherlich nicht dabei, aber da gab es eine Begegnung zwischen Brian Epstein, dem Colonel Carter Parker, dem Manager von Elvis, und das war ja auch so eine ganz komische Beziehung. Naja, von dem, was ich, Elvis, ja, von dem, was ich gehört habe von Brian Parker, der sagte irgendwas, ja, Elvis soll nach Deutschland kommen und wir würden ihm 5 Millionen bieten oder irgend sowas. Das war damals wahnsinnig viel. Ja. Und er sagte, ja, und was kriegt Elvis? Also er war ein ganz harter Businessman, da gibt es nichts. Es gab da wohl auch eine ganz seltsame Begegnung zwischen Beatles und Elvis, finde ich. Ja, richtig. Das ist hier drin gar nicht, überhaupt nicht in dem Buch. Das war ganz komisch, weil das war in dem, na, sagen wir mal, Bachelorhaus in Los Angeles. Und da war keine Presse erlaubt. Da durfte keiner Fotos machen, es existiert keinerlei Dokument von dieser Sache. Und ich weiß nicht, ob das hinten ausliegt. Ich habe eins, da spielte Ringo Pool und er schießt so auf die Kugel und der Elvis steht hinter ihm und sagt, don't hit the black one, that's the white one, you have to play the white ball. Und er sagt, Ringo, I'm just lining up the shot. Und wie gesagt, wir haben da ganz mühsam recherchiert und wollten an sich eine ganze Story daraus machen, was damals bei diesem Treffen passiert ist. Ne? Elvis hat da gesessen und spielte die ganze Zeit Bass, der stand sogar so gut wie gar nicht auf. Und John, also das Schönste ist die Begegnung, als er erst reinkam. Und das soll tatsächlich so gelaufen sein. Da stand auf der einen Seite standen die ganzen Liverpool-Leute, so ganz dünn und spack. Und auf der anderen Seite stand die ganze Elvis-Entourage. Und das waren so lauter Leute mit so kleinen Pistolen in der Tasche. Und das, ich weiß, also sehr beängstigender Haufen. Und das war keine Sache. Boah, die stand sich alle so gegen. Und irgendwann kam dann John mit seiner Glousseau-Stimme. Diese französische, die Peter Sellers-Filme, wo er Glousseau spielt. Und er ging auf Elvis zu kommen. You must be Elvis. Messerscharf kombiniert. Aber Elvis hatte keinen Humor, er war überhaupt nicht witzig und konnte das überhaupt nicht gut finden. Er war sehr, sehr eifersüchtig, weil die Band ihm tatsächlich den Rang abgelaufen hatte. Ich doch nicht, der will Krach machen. Ja, das war die Sache mit Elvis und wir haben ja noch einen anderen interessanten Comic im Angebot, der in Deutschland noch nicht veröffentlicht wurde. Den haben wir, glaube ich, bei dir vergessen neulich. Ja, den kannst du auch behalten. Oh. Wir wollen dich ja jetzt ein bisschen für die Comic-Szene anfixen. Ja. Ja, also was mich bei dem Ding so fasziniert, ist die Texte. Das ist echt, das sind so liebe Sachen drin gesagt. Nicht die Bilder, die denkst, also, oh ja, komm, hier, will. Dann habe ich mehr da reingeguckt und mehr und fand das plötzlich richtig gut. Nee, also das finde ich auch eine schöne Sache, eben der Autor, der das gemacht hat, der Mauri Kunas, ist ein Finne, der halt der Kinderbuchautor in Finnland ist, sehr populär ist, aber eben auch ein ganz großer Beatles-Fan ist und insofern gesagt hat, eigentlich sein Wunsch ist halt mal was über die Beatles, eine Biografie zu machen. Der hat die Texte auch. Und der hat da wirklich lange recherchiert und hat auch die Texte alles geschrieben und hat das alles recherchiert und dort nachgearbeitet. Ja, und ich finde auch, dass er das sehr gut, kurz und knapp, eigentlich so immer so auf einer Seite, eigentlich ganz schön viel aus der Beatles-Biografie. Ja, manche Sachen überzieht er zum Beispiel. Mit dem französischen Existenzialisten, ja. Oder wo ich irgendwie da sage, also wir sind französische Existenzialisten, ja. Wir mögen französische Literatur und French Fries und sowas. Ne? Nee, das finde ich aber auch gut, weil hier was man gerade, ich würde nur sagen, vergessen. Was er so überzieht. Ne? Ja. Was er so überzieht. Nein, ich meine, die Texte, dass ein Norweger diese ganzen Slangs drauf hat, das fand ich gerade so interessant. Dass er eben tatsächlich wie heißt es denn, die Tante von John? Tante Minnie. Tante Minnie.
das ist eine sophisticated Person, die sagt dann paar Sachen, die sind einfach zu überzogen. Die hätte so nicht reagiert, die war nicht so bullig oder was. Das war einfach eine sophisticated Person. Das hat mich ein bisschen gestört. Aber ansonsten finde ich da echt viele, viele gute Sachen drin. Dann hoffen wir, dass auch ein deutscher Comicverleger sich dem Thema mal annimmt, diesem Buch. Aber jetzt kommen wir zu einem anderen Buch, dem sich ein deutscher Comicverleger wieder angenommen hat. Sehr, sehr schöner Übergang. In der Hamburger Morgenpost, wann war es? Ende der 80er, Hartmut ist da? Genau, es steht hier, 85, also Mitte der 80er Jahre. Ich war da noch in Hamburg, da ist Tag für Tag ein Comicstrip erschienen, der ja, aus sehr wenig Bildern besteht, aus sehr viel Texten, liebevoll gelettert, erzählt er die Geschichte der Bibel und irgendwie auch in komischer Reihenfolge. Und ja, der Hartmut Becker ist in den Besitz gekommen, all dieser Zeitungsstrips, das sind gar nicht so wenig, 800, oder? Ja, 400. Knapp daneben, also knapp 400. Und, aber immer noch viel. Ja. Todesmutig, wie er ist. Lag ich bitte aber den Zustimmung der Hamburger Morgenpost vor. Die Hamburger Morgenpost hat überhaupt keine Rechte mehr daran. Der Autor ist unbekannt, das muss ein Grafiker sein. Wir haben lange recherchiert, um herauszufinden, wer das überhaupt gemacht hat. Und niemand konnte irgendeine Existenz oder eine Antwort darauf geben. Und wir vermuten, das ist ein Grafiker, weil sehr viele Fotos darin vorkommen, die dann in den Verfahren, in den alten technischen Verfahren polarisiert worden sind. Also immer wieder umkopiert, sodass sie nur noch die Kultur bilden. Und wenn der Autor, also wir haben sein Salär hinterlegt beim Notar, und wenn der sich meldet, geben wir es ihm gerne rüber. Jedenfalls ist dieses Buch mit den gesammelten Zeitungsstrips zu den Beatles, das ist zum Comic Festival, noch zur Ausstellung im Valentin-Karlstadt Museum. Exklusiv erschienen, das ist am Stand von Hartmut Becker, Comic etc. zu erwerben. Und ja, das ist auch mal eine sehr schöne Sache, dass wir durch das Comic Festival auch Verleger dazu ermutigen, Dinge herauszubringen, die sonst vielleicht nicht veröffentlicht hätten. Aber das ist eine andere Sache. Aber ich hatte erst mal gefragt, Klaus, haben dir Comics früher auch was bedeutet? Hast du viel Comics gelesen? Eigentlich nicht. Das ist ganz komisch. Also vielleicht habe ich mal Donald Duck oder Mickey Mouse oder sowas, aber an sich habe ich das nie verfolgt. Aber ich glaube, von George Harrison. Das ist bekannt, dass der Comic-Fan war. Tut mir heute leid. Macht ja nichts, kannst du noch nachholen. Nee, aber von George Harrison ist es, glaube ich, bekannt, dass der Comic-Fan war, oder? Weiß ich nicht. Kann ich nicht bestätigen. Okay. Aber jetzt geht es jedenfalls so richtig los mit dem Comic-Projekt. Dieses Jahr steht ein Jubiläum an und dann kommt ein Comic-Album raus, angeblich in LP-Größe. Ja. In LP Schuber, ja. Ja. Also darf man schon sehr gespannt sein. Wir haben schon einige Entwürfe gesehen, also es hat sich ja vielversprechend aus, aber du willst ja noch bestimmt in der Berg halten, also du suchst noch etwas den Stil. Das ist richtig, das ist ein Schlauch. Bisher habe ich ein Resümee, alles so zusammengetragen, was es alles gibt. Dann habe ich eine Word-Datei, einen Computer und habe alles hintereinander, so einen chronologischen Ablauf. Und bisher sind es ungefähr 200 Illustrationen. Und also da muss ich mir rausdenken, was für ein Stil sich dafür eignet. Und da bin ich leider Gottes immer noch ein bisschen am Rumdoktern. Und ich meine, viele haben ja hier sicherlich schon Comics gemacht und wissen, im halben Jahr schaffst du das nicht. Und wie gesagt, ich fange an und hoffe, dass es gut funktioniert. Wann genau ist dann das Jubiläum? Das wäre im August. August 2016. Was? 2016. Ja, ja. Nächstes Jahr, ja. Grammy 66 bekommen. Ja. Also rausgekommen ist es ja, okay. Ja. Du bist Musiker, du bist Grafiker, also Bild und Ton. Was ich dir mehr, wenn du dich entscheiden müsstest oder Gott sei Dank musstest du nicht? Nein, das hängt von der Situation ab. Es gibt so viele Varianten. Ich bin so froh, dass ich hier bin. Ich wohne im Starnberger See und habe meine Familie und sehe meine Kinder. Und mit der Musik ist es dann hier ein bisschen schwer. Ich bin auch mittlerweile schon 77 Jahre alt. Da denke ich, muss das jetzt sein, die Musik. Und die Grafik war schon immer da. Und okay, wenn du vom Herzen sprichst, dann würde ich schon gerne da auf der Bühne stehen und spielen. Aber irgendwann ist einfach Schluss. Ich finde eben, wie ich schon gesagt habe,
Ich finde es toll, wenn die Stones da draußen sind und machen dann immer noch und es macht ihnen Spaß. Und das ist auch toll. Es macht schon Spaß. Aber wie gesagt, ich mache die Grafik und bin auch sehr zufrieden. Ich mache gerne noch Aufträge. Leute rufen mich an. Jetzt hat zum Beispiel die Firma Höfner bei mir in Borgen-Kartenbad. Solche Sachen passieren, dann sagen sie, sie möchten gerne, dass ich so was ganz weiß unbedingt mache. Oder soll ich im Stil von Dings da irgendwas mehr ausdenken? Und da denke ich mir noch was raus. Ja, manchmal ruft doch einfach mal Yoko Ono so an. Da drängt sich die Frage auf, was war das für eine Frau, dass die böse Hexe die Dings auseinandergebracht hat? Nein, überhaupt nicht. Erstes Mal, was viele gar nicht wissen, ist, die war ja schon eine berühmte Frau in ihrer Szene, bevor sie überhaupt John getroffen hat. Und die ist eine sehr geistreiche Person. Sie kann sehr verletzend sein und sehr uncool, was die Presse angeht oder Öffentlichkeit. Aber wenn du sie hier irgendein Gespräch oder so hast, dann ist das eine begeisterungsfähige, intelligente, witzige Frau. Und ich habe sie sehr, sehr gerne, auch heute noch. Und wenn sie mich dann anruft, wenn sie mal da ist oder zum Geburtstag zu ihrem 80. Wie alt ist die denn jetzt eigentlich? Das ist ja bald 85 oder was ist das? John Lennon ist doch. Oder wird schon der schon 75 wäre geworden. Ich habe echt noch Traum. Also ich miete da aber dann einen Niedergang. Ja, wenn die aktuellen hat sie, glaube ich, in der MoMA. Die MoMA ist auch eine Ausstellung, die sie nur. Jetzt, ja. Ich war das letzte, wo ich sie gesehen habe, da hat sie nicht MoMA, war das auch, irgendwo in Brooklyn. Und das war ein Konzert, da wollte sie gerne nochmal die alte Plastikrode-Band zusammenführen. Natürlich ohne John. Geht ja leider nicht anders. Aber mit ihrem Sohn Sean. Und dann Eric hatte schon zugesagt. Dann war also Eric, ich, Jim Keltner. Hat Schlagzeug, kennt jemand Jim Keltner? Der hat Schlagzeug gespielt und das war richtig spitze. Das hat richtig Spaß gemacht. Und sowas macht sie dann. Und ich hatte auch selber. Habt ihr dann einen Gig gemacht? Wir haben das auch gemacht. Ja, im Theater, eines der ältesten Theater im Londoner, im New Yorker Bereich. War ein schönes Konzert, richtig Spaß gemacht. Und Yoko war spitze. Die kann toll mit dem Publikum jetzt umgehen, hat sie wohl gelernt mittlerweile. Was bei Toronto war, das natürlich die reinste Katastrophe. Die aus dem Sack kam und dann antrieb. Das war schon irre. Aber wie gesagt, ich stand bei dem Toronto-Konzert hinter ihr und konnte sehen, wie diese Person da vorne steht und alles gab, was sie in ihrem Repertoire hatte, um den Leuten zu zeigen. Sie hat gejammert wie so ein kleiner Vogel. Sie war verletzt. Und sie wollte nicht, dass da Kriege sind. Du hast da wirklich das Gefühl gehabt, da stehen Panzer an der Seite und Flugzeuge kommen und sie kreischt da rum. Das ist ihre Ausdrucksart. Das kann natürlich ein Sänger oder das anders machen, aber das ist halt eine Art, sich zu artikulieren. Jetzt bei deiner musikalischen Arbeit hast du ja wirklich mit so vielen Musikern zusammengearbeitet. Carly Simon, Manfred Mann, gut, die Beatles zum Teil auch. Was waren für dich so die größten Kooperationen eigentlich? Also, das muss man mal klarstellen. Ich habe nie bei den Beatles was gespielt. Okay. Ich habe immer auf den Solo-Projekt gespielt. Okay. Angefangen mit John Lennon, Plastic Ode Band, dann kam George mit All Things Must Pass, dann kam Ringo mit seinen LPs. Alles nachdem die Band auseinander war. Ich wurde schon mal gefragt, so aus Spaß, sagt Paul, ach komm, da spiel doch mal was davon. Ich glaube, es war Long and Winding Road. Das mache ich nicht. Du spielst Bass. Ich mache das. Und habe nie auf einem Beatles-Stück gespielt. Aber ich sage, also so viele herausragende Musiker, mit denen du zusammengearbeitet hast, kannst du das irgendwie so einschätzen, wo du sagst, was war jetzt die speziellste Zeit? Waren das die Beatles oder war das jetzt Carly Simon? Wie gesagt, ich mache auch das, da halte ich immer sehr stark auseinander, denn in dem Moment, wo für mich die Beatles auseinander waren, es waren natürlich für mich immer separate Persönlichkeiten, die sich in der Band die Beatles getroffen haben, für 10 Jahre. Und an sich ganz ein paar Jahre davon schon abschreiben, denn da waren sie keine Freunde mehr, sondern die haben die Jobs gemacht, die haben wirklich tolle, ob das White Album ist oder Abbey Road, es waren tolle Alben, aber es war schon keine Band mehr.
an sich in dem Moment, wo sie nicht mehr live gespielt haben und das Live-Spielen auch sinnlos war, weil die konnten sich gar nicht hören. Und das Publikum johlte da rum die ganze Zeit und zu dem Zeitpunkt, wo du den Auftrag bekommen hast, Revolver zu machen, da waren sie ja noch eine Band und ja. Du bist ja richtig ins Studio eingeladen worden, bekamst diesen Anruf, den du hier visualisiert hast, da kam es halt drin und da war gerade Pause, da bist du hingegangen und du hast eine Idee gehabt für ein Cover und ja, wie sind. Das war der Wahnsinn. Die haben also mir die Bände vorgespielt, die wussten das gar nicht, was spielen wir ihnen denn überhaupt und so. Und dann sagte Ringo, spiel ihm alles. Und dann habe ich mich auf den Stuhl gesetzt, George Martin hat mir seinen Producerstuhl angeboten. Und ich saß dann da im Stuhl und hörte mir das an. Das war dann nicht live, das war da vom Band? Das war vom Band, klar. Das ist es ja gerade, deswegen spielen sie auch nicht mehr live. Denn das, was zum Beispiel auf Tomorrow Never Knows passiert, da flattern plötzlich Vögel in der Gegend rum, da sind Cymbals backwards, da ist doppelte Geschwindigkeit, Geschichten drauf, das ist ja alles unmöglich auf der Bühne wiederzugehen. Das ist der Grund, weswegen sie aufgehört haben und haben nur noch im Studio gearbeitet. Ja, aber insofern, Revolver ist ja eigentlich auch so ein bisschen so ein Wendepunkt, wo man sagen kann, also wo die, in Anführungszeichen, die neuen experimentellen Beatles kamen. Als du das erste Mal gehört hast, wie war das für dich? Wie hast du das so wahrgenommen? Es war erstens mal umwerfend, weil zu der Zeit, muss man sich vorstellen, eine Popband plötzlich sowas macht. Okay, John Cage oder Stockhausen, denen hätte ich das zugetraut. Mhm. Aber dass die das tatsächlich wagen zu machen, dass das, was sie früher gemacht haben, I wanna hold your hand und diese ganzen Hits, die alle rumgesummt haben und und plötzlich kommen die mit dieser so eine Art von Stücken. Und das Erstaunlichste war eben Tomorrow Never Knows, wo du diese ganzen Sachen hast. Und das hat mich also umgeworfen. Und das war natürlich dann für mich wahnsinnig schwierig, weil ich musste mir überlegen, was machst du für ein Cover, was das ausdrückt. Diesen Sprung weg vom Kommerziellen in plötzlich eine surrealistische Welt. Das war meine Aufgabe. Du hattest, glaube ich, auch mehrere Entwürfe gemacht, was du erzählt, wie du deine Beatles gezeigt hast. Richtig, aber jetzt im Nachhinein, ich habe noch ein paar Mal drüber nachgedacht. Irgendwann, als ich da an meinem Tisch saß und mir den Kopf zerbrach, wie kriege ich das hin? Der Papierkorb wurde immer voller Sachen, und ich war wütend. Und dann irgendwann kam das Haare. Das ist ein anderes Punkt. Und das war so der Haken für mich, wo ich sagte, ja, okay. Und dann habe ich halt ein ganzes großes Blatt voll, so ein DIN A2 Layout-Block, habe ich voll gescribbelt mit vielleicht 10 verschiedenen Versionen von Beatles und Hahn. Ich weiß, da war noch was anderes drauf, ich habe das natürlich nicht mehr, das ist weggeschmissen. Aber eins war mit einem Heißluftballon, und eins war mit einem Schiff, wo sie drin waren. Und das Rest war alles, glaube ich, Variationen mit den Haaren in verschiedenen Formen. Und dann habe ich zum Beispiel den Ringo, habe ich so von unten gemacht, Froschperspektiv, weil ich nicht wollte, dass seine Nase so groß wird. Der George, den du später, oder damals auch standest, der ist ja am schwersten gefallen, ihn wirklich genau zu treffen. Ich weiß nicht, wer das mal versucht hat, George Harrison ein Porträt zu machen. Wahnsinnig schön, wahnsinnig schön. Ich habe versucht und wurde schon wieder wütend. Und irgendwann habe ich dann die Zeitschrift gesehen, da waren Bilder drin und zufälligerweise waren die auch gleich noch in der richtigen Größe. Und dann habe ich einfach die Augen ausgeschnitten und die Mund darauf gelegt und guckte mir das an, so, ja, sieht ja ein bisschen spooky aus. Das ist nicht so ganz. Aber ich fand das irgendwie interessant und habe das dann auch so gelassen. Und bei diesem ersten Treffen damals, da waren tatsächlich alle vier Beatles da und wie sind die damals miteinander umgegangen? War da schon klar zwei Chefs und zwei, die auch unbedingt mitmachen wollten? Nö, in dem Fall nicht. Ich würde mal sagen, das war voll ebenbürtig. Es ist auch wahnsinnig schwierig. Ich weiß ja, dass die Leute sich immer streiten, wer war der Chef in der Band. An sich war John immer der Chef in der Band, wenn man es so sieht. Aber Paul, wenn der nach außen eben wirklich die tragende Person war. Und das finde ich auch richtig so. Und warum soll nicht Paul denn vorne den Macker machen und die Leute ansprechen und John bleibt im Hintergrund?
Und George war irgendein Bekundert auch noch zu der Zeit. Da fing es gerade an, dass er den erkannte. Und auf der LP sind ja auch schon Stücke. Und später kam ja dann immer mehr von George dazu, der wirklich ein begnadeter Musiker war. Ja, hast du zuletzt vor allem richtig großen Publikum live gespielt? Ja, groß war auch das mit Yoko mit der Plastic Ohne Band in New York. Das war das letzte. Wann war das? Ja, vor fünf Jahren. Also da war sie noch nicht 80. Das weiß ich noch. Ja. Sie hatte auch eine tolle neue Plastic Ohne Band, die war richtig gut. Mit so einer kleinen japanischen Schlagzeugerin. Gut Schlagzeugspieler, richtig gute Band. Und der Sean hat auch Talent. Es weiß Gott kein zweiter John Lennon. Aber er hat bestimmte Qualitäten. Er hat eine sehr geschulte Stimme, aber die Stimmlage und so hat nichts mit John Lennon zu tun. Und wenn der richtige Anruf kommt, wird man dich dann auch wieder live erleben können? Könnte sein. Es fehlt schon, oder? Oder man hat es gehabt und freut sich das. Tja, aber wer soll denn anrufen? Nur kurz um 85. Ja, jetzt könnten wir eigentlich unserem Publikum noch die Gelegenheit geben, so zwei, drei Fragen zu stellen. Möchte jemand was wissen? Ja, da hinten bitte. Die Frage, wie ist der Kontakt mit Erlösen? Wie der Kontakt zur Erlösen ist? Achso, im Moment nicht so doll, würde ich mal sagen. Letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, das war in New York. Aber nicht, dass ich tätig. Ich habe nie selber den Kontakt gesucht. Mit George war das natürlich, weil der rief mich immer an, wenn er irgendwo in der Nähe war. Wenn er in der Schweiz war und wenn es sich dann halt nachher gesundheitlich schlechter ging, dann sagt er, komm doch mal zu mir nach Österreich, zu Gerhard Berger in sein Haus und sowas. Ja? Aber so generell. Okay, Paul hat mich eingeladen, als ich diese Silent Journey gemacht habe, mich eingeladen, dass ich zu ihm in sein Studio komme, in The Mill. Und dann habe ich da im Studio mit ihm zusammengearbeitet, war ein toller Tag, wir haben viel Spaß gehabt. Aber es ist nicht so, dass ich nur nächste Woche wieder anrufe und sage, wann sehen wir uns wieder oder so. Die haben einen ganz anderen Lebensstil und ich lebe ganz zurückgezogen in meiner Wohnung und habe meine Grafik und das ist auch alles wunderbar. Und wenn sich mal irgendwas ergibt, dass Remo da ist und er ruft mich an, sagt, komm zum Konzert, dann gehe ich auch in den, wie heißt es denn, der, nicht hier, das sind die alle da. Zirkus Krone, und dann treffen wir ihn, dann kommt die Ruscha mit und er ist ganz begeistert und sagt, oh, Ruscha, Lisa, aber sieht doch gut aus. Ja, deine Kinder haben ja auch so einen Bündnerbe getreten. Die Ruscha macht Kunst und dein Sohn macht Musik, ne? Nein, mein Sohn macht auch Kunst und zwar sehr, sehr gut. Und die Tochter macht auch Musik? Nein, das macht sie nicht. Sie spielt ein bisschen Klavier. Aber da es geht schon weiter in der Familie. Ich habe die Kinder nie dazu gedrängt, irgendwas zu machen. Das hat auch ewig gedauert, bis die überhaupt wussten, dass ich daran bekannt bin. Das haben die gar nicht mitgekriegt. Ja, eine interessante Frage wäre auch noch, wo ist heute eigentlich das Originalartwerk vom Cover zu Revolver? Das hängt nicht. Nein, die das Original ist nur vom Gebäude. Das ist der Original. Das hängt hier. Das hängt in der Beatles-Ausstellung. Ja, aber das Original ist des Covers. Das ist auch das Revolver-Cover. Das hat ja auch jemand sehr Prominentes bei sich im Wohnzimmer hängen, glaube ich. Ne? Richtig, das ist Joe Walsh. Also nach dem, was er sagt, hat er das Ding gekauft, was ich ihm leider nicht abnehme. Und er hätte es für 1500 Dollar hätte er das gekauft. Den Laden gibt es natürlich nicht mehr. Okay, da hängt es halt. So, und dann? Noch eine Frage? Horst, ja, ich hätte ganz gerne eine Frage gestellt. Ich habe vor zwei oder drei Tagen im Internet gelesen, dass Ringo Starr sagte, einer der intensivsten Erlebnisse, die er hatte im Aufnahmestudio, war die mit Klaus Voormann und mit John Lennon für die erste Plastic Ohne Band Aufnahme. Wie war denn die Atmosphäre damals? Ich fand die Aussage sehr interessant.
Ja, also John ist für mich ein begnadeter Rhythmusgitarrist. Wirklich toll. Und die hatten die ganzen Stücke geschrieben und wir waren im Studio. Und mit Ringo zusammen zu spielen ist einfach Magie. Das kann viele Leute denken, ja, der kann ja gar nicht richtig spielen, der kann ja gar nicht Paradiddle oder was der Teufel, was die alles für Tricks oder er hat einen tollen Stil zu spielen und der kann den ganzen Tag da sitzen. Das macht er den ganzen Tag, ohne aufzuhören. Und so ist auch das entstanden. Wir fingen einfach irgendwie an, so tinkte irgendwas auf die Gitarre und wir spielten weiter. Also ich bin sogar am erstaunlichsten, die Yoko Ono, die hat jetzt zur gleichen Zeit ihre Plastikbodenwerk-RP gemacht, hat ein Stück drauf, das heißt Why Not? Das solltet ihr euch mal anhören. Das ist ganz leise und sie jammert nur so ganz leise und tätigt kleine Geräusche und tickelt so auf der Gitarre rum und drüben. Und ich, so ewige Zeiten drin, boom, vielleicht mal zwischendurch. Aber das ist die Magie dieser Arbeit. Und da fühlt man sich so wohl, da bist du wie auf einem anderen Planeten. Du bist gar nicht mehr da, du spielst einfach. Und so war es auch mit den Stücken, die dann John geschrieben hat, die waren meistens sehr einfach. Und dann hat er die Texte groß ausgedruckt, so in Schrift ungefähr so groß, damit wir auch ja wussten, was er wirklich sagt. Und dann haben wir unter diese Schrift haben wir dann drunter geschrieben, G nach C nach F, C-Moll. So haben wir uns drunter geschrieben und haben dementsprechend dann auch gespielt. Was meistens erster oder zweiter Take. Da haben wir nicht lange rumgefummelt, das geht also ganz easy von der Bühne. Jetzt haben wir natürlich sehr viel über die Beatles geredet und oft hört man so die Aussage, damals war die Musik so richtig gut und heute ist ja alles nur noch Elektronik. Hörst du aber noch aktuelle Musik und ja, glaubst du, dass es heute alles genauso lebendig ist? Man kriegt es vielleicht als, ich bin ja auch schon über 50, nicht mehr so mit. Tja, also ich höre ständig neue Sachen, die meine Kinder mit ins Haus schleppen und da sind wunderbare Sachen dabei. Neue Sachen, auch Sachen, die es nie gegeben hat. Es kann schon sein, dass es Menschen gibt, die einfach irgendwann die Linie gezogen haben und sagen, oh, dieses ganze Elektronikzeug ist scheiße. Und ich finde das überhaupt nicht. Es gibt auch auf jeder Branche gibt es gute Sachen, ob das Rap ist oder wie die ganzen Sachen heißen. Wir fangen immer die Namen hinein. Und das Einzige, was im Moment noch ein bisschen hinkt, aber die Richtung, ist zum Beispiel ein Typ in München, der heißt Jasper Monk. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Jasper Monk, ja, ist ein echt guter Typ. Der singt sehr bluesy, ganz einfache Sachen, so ein bisschen Jimi Hendrix orientiert, hat eine tolle Stimme, ein junger Bub, kann es nicht meckern, ist einfach gut. Okay, er hat natürlich nicht die Chops, die die damals hatten, weil er nicht die ganze Nacht auch spielt. Und das vermisse ich so ein bisschen. Ich habe es vorhin gerade jemand erzählt, dass es am schönsten ist, wenn tatsächlich diese Tanzband-Situation wieder funktioniert. Dann lernen die Leute vernünftig zu spielen, denn durch jede Nacht deine Finger fangen an zu bluten und was ich weiß, und du wirst begeistert jedes Mal, wenn du spielst, das ist so ein bisschen verloren. Aber es gibt Situationen, wo sowas passiert. Aber ein Konzert von anderthalb, zwei Stunden oder manchmal drei Stunden kannst du nicht vergleichen mit einer ganzen Nacht. Was da an Leben passiert, um dich herum. Du kannst mit den Leuten reden im Publikum oder plötzlich kommt eine ganze Haufen Zigeuner rein oder irgend sowas. Das passiert natürlich bei so einem Konzert nicht. In der Grafik oder auch bei Comedy ist es ja auch ähnlich. Die Leute, die wirklich manische Zeichner sind, die dauernd vor sich her kritzeln, die werden auch immer besser und überrascht immer mehr. Warst du auch so einer, der immer gekritzelt hat, immer gezeichnet hat? Und nicht immer. Also ich muss echt sagen, gerade zur Zeit, als dieses Revolver-Cover auf mich zukam, war ich also voll in der Musik und hatte da zu dem Zeitpunkt auch keinen Stift in der Hand gehabt und habe nichts mehr gezeichnet. Und das war natürlich dann besonders schwer, jetzt plötzlich wieder in diese Grafik reinzukommen. Und jetzt später ist es dann so, dass ich schon mal im Zug sitze und zeichne mal wieder, der sitzt und sich seine Klamotten auslegt. Und jetzt mache ich das schon gerne. Also jetzt noch eine Frage aus. Ich glaube, wir haben noch irgendwo eine Meldung. Wie kam es eigentlich zu
Ah ja, wie das dazu kam, kann ich mich jetzt gar nicht genau erinnern. Aber es war schon immer irgendwie, alle Leute haben das gesagt und irgendwann kam jemand auf mich zu und hat gefragt, ob ich das machen würde. Und es ging für mich eigentlich nur darum, jemanden zu finden, mit dem ich gut irgendwie kommunizieren kann. Und dann wurde das gemacht. Musste da nochmal sich mit einem Musiker beschäftigen? Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Dann haben wir uns entschieden, als eben der, tatsächlich die Tatsache da war, dass ich sowas machen sollte. Das war mein 70. Geburtstag. Und zu diesem 70. Geburtstag habe ich dann die Entscheidung getroffen, zusammen mit meiner Frau, ich wollte das an sich nicht, sie hat mich überredet, gebe ich dazu, so, die Leute aufzusuchen. Und sag, mach doch mal ein bisschen Musik und renn die Linken und geh doch mal zu Paul McCartney. Ja, mach mal eben so. Ne? Und jetzt stellen sich die Leute manchmal so einfach vor. Aber wir haben dann die Entscheidung getroffen, wir wollen also nicht nur eine Dokumentation, da wir einmal nur mal auf den Spekulativ, weil das ist ein schlechter Sound, man kann das benutzen, dass wir auch eine CD machen und ein Buch machen. Und das ist vom Markt. Das heißt Silence Journey. Ich habe gehört, das ist das Boxset jetzt nicht da, ein paar CDs habe ich da. Und da haben wir die ganzen Leute besucht und haben dann Stücke rausgesucht, die irgendwas mit mir zu tun haben. Ob ich selbst geschrieben habe oder ob ich auf der Bühne mit George gespielt habe oder ob ich im Studio war und die Aufnahmen gemacht habe, wie Carly Simon zum Beispiel, die sind nicht drauf, weil das ist zum Beispiel schief gelaufen. Da war der Sound so schlecht, deswegen in dieser Doku, da ist es drin, aber für auch eine CD konntest du das nicht benutzen. Und das war schade, das war ein Versehen. Würde interessieren, wie es dazu kam, dann, dass Sie wirklich professionell Bass gespielt haben. Also Sie waren ja vorher Grafiker oder vielleicht zu der Zeit dann immer noch. Gab es da so einen Übergang, wo Sie dann 3 Jahre lang Bass gespielt haben oder haben Sie vorher schon länger gespielt oder wie war das? Also zu der Zeit, als ich gefragt wurde, Bass zu spielen, endlich mal, hatte ich klassische Gitarre gelernt. Ich fand das irgendwie toll, ich war in Teneriffa und mein Vater ausgebaut und ich habe ihn da länger aufgehalten und da hatte ich einen ganz tollen Lehrer, der hat mir klassische Gitarre beigebracht. Dann bin ich nach London, habe da bei George und Ringo in der Wohnung gewohnt und habe dann in einer Agentur gearbeitet als Grafiker, nichts mit Musik. Hatte zwar den Bass, auf irgendeinem Grund habe ich damals Stuart Sutcliffe den Bass abgekauft. Und dann riefen die mich an aus Hamburg, gibt's ein Camp, riefen mich an, sagten, komm, spiel, willst du in meiner Band spielen? Und da haben die mich auch dazu überreden müssen, komm, was mach. Aber ich habe doch noch nie gespielt, ich habe noch nie was gespielt. Doch, komm, mach. Und dann hatten wir ein paar Proben zu Hause und die waren schon alle gleich begeistert. Ein paar Tage später war ich im Startclub auf der Bühne und habe in einer Gruppe gespielt. Das war der Anfang und dann ging alles Stück für Stück voran. Also keine langen Studien vorher. Ja, dann wenn du nämlich klassisch wie stark spielen kannst, dann ist Bass spielen eine Kleinigkeit. Es sei denn, du willst Kontrabass spielen, das spielen. Ja, das ist ein schönes Schlusswort, denke ich. Da bedanken wir uns ganz herzlich bei Klaus Fuhrmann und wir freuen uns auch sehr, dass ihr hier seid, dass ihr hier gewesen seid. Ich möchte noch darauf hinweisen, das Original dieses Drucks, das ist im Veitchen Karlstadt Museum zu sehen. Die Ausstellung hängt noch eine Weile. Der Druck ist unter anderem da hinten zu erwerben, original signiert von Klaus Fuhrmann zum Messe-Comic-Sonderpreis. Und es gibt gleich die Möglichkeit, sich dort Signaturen abzuholen. Die Regeln dabei sind, ihr müsst euch einen Teil von diesem Tisch da kaufen. Dann könnt ihr euch 2 zusätzliche, wahrscheinlich oft im Cover von Revolver, dann signieren lassen. Ja, das machen wir noch so ungefähr bis 19 Uhr, dann schließt das Comic Festival und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns morgen auch wieder besuchen würdet. Schönen Abend.